Hallo und herzlich willkommen zu meinem Mai-Budget. Endlich wieder ein Cash-Stuffing. Es wurde wieder Zeit. Was mein Einkommen angeht, wir steigen direkt in die Zahlen ein, hat sich nichts verändert. Es bleibt bei den 1.700 Euro. Bei den Fixkosten bin ich aktuell noch bei 500 Euro Miete. Ja, ich warte tatsächlich immer noch auf die Wasserabrechnung. Ich habe keine Ahnung, ob ich da was wiederbekomme oder nachzahlen muss. Und es kann durchaus sein, da das Wasser mit in dem Betrag drin ist, dass sich da vielleicht nochmal was ändert, wenn ich jetzt was beispielsweise nachzahlen musste oder so. Von daher, ja, warten wir doch mal ab, ob da was kommt und wenn ja, in welcher Höhe. Bei der Heizung habe ich im Moment einen Abschlag von 77 Euro, bei Strom von 80 Euro. Den Stellplatz, den ich offiziell eigentlich gar nicht mehr habe, lege ich mir trotzdem mal 25 Euro zur Seite für den Fall, dass ich dann doch noch oder dass der Inhaber oder ehemalige Inhaber dann doch noch auf mich zukommt. Im Moment ist da noch nichts passiert, also ich benutze den Parkplatz auch noch. Für das Handy unverändert 22 Euro. Bei der Zahnzusatzversicherung hat sich aber tatsächlich was getan. Die wurde nämlich erhöht auf 30 Euro und 73 Cent. Trotzdem ist es bei mir im Moment noch so, dass zumindest auch, was letztes und vorletztes Jahr gewesen ist, naja, eher ja doch hauptsächlich vorletztes Jahr, wobei vorletztes Jahr, glaube ich, die Leistung erbracht wurde und ich letztes Jahr die Rechnung bekommen habe, hat sich das bei mir auf jeden Fall gerechnet. Die Berufsunfähigkeitsversicherung, da bin ich ja bei 37 Euro und 6 Cent. Apple Music im Studententarif für 5,99 €. Das Konto kostet mich 9,90 € im Monat. Dafür kann ich aber auch kostenlos beispielsweise Geld einzahlen oder so, so oft ich möchte. Das Fitnessstudio kostet mich 24 Euro im Monat. Da war ich ja jetzt in den letzten Wochen auch eher Sponsor als irgendwie Mitglied oder so. Aber ich kenne mich, wenn ich das jetzt kündigen würde, die Mindestvertragslaufzeit läuft auf jeden Fall auch noch. Das waren nämlich 12 Monate oder sind 12 Monate. Und ich kenne mich, wenn ich das gekündigt habe, will ich auf jeden Fall wieder einen neuen Vertrag. Und es ist ja auch kein Dauerzustand, dass ich da jetzt irgendwie keine Zeit habe. GEZ rechne ich ja immer mit 19 Euro. Das soll ja jetzt, glaube ich, auch erhöht werden. Internet mal noch 40 Euro. Da habe ich heute noch mit der Telekom telefoniert. Ich bin ja schon, also die Vormieterin, deren Vertrag ich aktuell nutze, ist bei der Telekom. Das ist irgendwie Magenta M. Ist okay, könnte aber besser sein. Und habe dann heute verhandelt, dass ich die Bereitstellungsgebühr von 70 Euro nicht zahlen muss. Ich habe ja auch keine Miete für Router etc. Und bin dann für die ersten 6 Monate für Magenta L, also diese 100 Mbits also Leitung, bei 19,95 € pro Monat und ab dem 7. Monat dann bei, ich glaube, 47 Euro. Und Magenta M hätte mich 42 Euro gekostet, so um den Dreh. Und dann habe ich gedacht, okay, die 5 Euro ist es mir auf jeden Fall wert, dass ich da aufstocke, sofern die Leistung auch kommt. Das werde ich auch kontrollieren. Netflix habe ich ja auch noch das große Abo mit 17,99 € und einmal Twitch mit 3,99 €. Und ich habe mir diesmal tatsächlich gar nicht die Gesamtsumme ausgerechnet. Das heißt, wir machen das jetzt gerade noch manuell. Mein Taschenrechner rutscht schon wieder weg. Der ist nicht so motiviert heute. Plus 9,90 € plus 24 plus 19 plus 40, 17,99 € und 3,99 € macht insgesamt 892,66 €, was die Fixkosten angeht. Bei den variablen Kosten habe ich wieder 200 Euro Lebensmittel ja, budgetiert. Ich fürchte, das werde ich bereuen. Ich habe nämlich von diesem Budget schon ein bisschen was ausgegeben, wie ihr gleich beim Cash-Stuffing sehen werdet. Drogerie plane ich auf jeden Fall wieder 15 Euro ein. Damit komme ich ja ganz gut zurecht. Auch Katzen könnte ich mal mit dem Gedanken spielen, das zumindest für 1 oder 2 Monate zu reduzieren, weil da ist der Topf jetzt ziemlich gut gefüllt. Und Benzin 250 Euro, da ist ja noch, oder da nehme ich ja jetzt noch 70 Euro mit vom Vormonat, sodass ich jetzt auf 320 Euro bin. Ich hoffe oder denke, das müsste auf jeden Fall hinkommen. Dann bin ich hier bei 400, 450, 500, 515 Euro, was das angeht. Bei den Sinking Funds packe ich wieder 50 Euro in Auto, 10 Euro in Katzen Emergency. Freizeit bekommt wieder 25 Euro.
Tagesgeld 50 Euro. Für die Nachzahlung habe ich jetzt mal 15 Euro angesetzt. Der Topf ist ja mittlerweile auch recht gut gefüllt. Urlaub habe ich mal 25 Euro angepeilt, dass der Topf auf Bondora wieder ein bisschen gefüllt wird. In Kleidung packe ich 10 Euro, in Gesundheit packe ich 10 Euro. Geschenke, das ist jetzt alles außerhalb von Weihnachten, ist auch noch recht gut gefüllt. Oder packe ich jetzt noch 10 Euro rein. Ich denke, die nächsten Ausgaben, die ich da haben werde in der Kategorie, ist dann entsprechend Muttertag. Für Weihnachten packe ich nochmal 10 Euro separat zur Seite. Und Bildung ist ja noch recht gut gefüllt mit 30 Euro. So dass ich jetzt hier insgesamt auf 245 Euro bin. Wenn ich das insgesamt gegenrechne, also ich habe ja zur Verfügung 1700 Euro minus die Fixkosten von 892,66 Euro, minus das, was ich mir für die variablen Kosten als Budget gesetzt habe und die Sinking Funds mit 245 Euro. Kommen wir raus, minus 515, minus 245, bei 47,34 Euro. Das bleibt auch wieder auf dem Konto als Puffer. Dann können wir starten mit, ich würde sagen, den variablen Kosten. Ich packe erstmal Drogerie zur Seite. Das kommt in mein Portemonnaie. Dann packe ich noch 250 Euro, also 250 für Benzin zur Seite. Dafür habe ich ja hier in meinem anderen Zipper einen extra Umschlag. 20 Euro habe ich noch im Portemonnaie, 50 Euro sind hier jetzt noch drin und 250 Euro kommen noch wieder drauf. 200 an Lebensmitteln, ich habe es ja schon angedeutet, stimmt nicht ganz. Es sind in Anführungsstrichen nur 125, die ich da reinpacke. Davon kommen 50 Euro ins Portemonnaie. Das ist ungefähr so die Summe, die ich pro Woche ausgebe. So, ich wurde gerade noch angerufen, deswegen musste ich das Video kurz unterbrechen. Also 50 Euro habe ich jetzt in mein Portemonnaie gepackt und die 125 Euro kommen jetzt entsprechend in meinen Binder. Und ich denke, wenn ich jetzt nicht durchweg die Studentenküche von Chefkoch nutze, dann werde ich auf jeden Fall mein Lebensmittelbudget durch die zusätzlichen Einnahmen wieder aufstocken, so wie ich das in den letzten Monaten ja auch gemacht habe. Dann können wir uns um noch die restlichen Töpfe kümmern. In Auto packe ich 50 Euro. Also hier plus 50, neuer Stand 1700 Euro. Werde ich jetzt im Mai auf jeden Fall auch dran müssen. Ich muss nämlich meine Räder wechseln. 10, 20, 30, 40, 50. Oh, huch. In Steuern und Versicherung kommt nichts. In Freizeit, wir lassen das Ganze mal so liegen, dann kann mir das nämlich nicht passieren. In Freizeit packe ich auf jeden Fall wieder 25 Euro. So, da brauche ich auch einen neuen Tracker. 70, also 90. Mal gerade gucken. 20, 40, 50, 60, 65. Und 25 kommen noch wieder rein. In Kleidung packe ich, da sind 50 Euro drin. Heute ist der 1.5. So, plus 10, also neuer Stand 60 Euro. In Katzen-Emergency, da habe ich jetzt auch noch mal ein bisschen Scheine getauscht, damit der Umschlag nicht ganz so dick wird. Genau, das ist der Tracker, der schon voll ist.
10 Euro packe ich hier mit rein. Da bin ich auch nicht dran gewesen oder so. Und noch den Checker, also plus 10, neuer Stand 660. In Weihnachten kommen 10 Euro, das checke ich ja nicht. Oh, ich hätte die andere Seite nehmen sollen. Naja, egal. So, dann ist der Checker auch schon wieder aktuell. 10 Euro. In Gesundheit kommen ebenfalls 10 Euro. Und hier neuer Stand 65 Euro. Also hat alles gepasst. Vielleicht werde ich die Zehner aus der Autokategorie, ach, ich mache das gerade, ich werde hier 10, 20, 30, 40, 50 rausnehmen. Mache ich normalerweise immer abseits des Videos, weil ich immer Sorge habe, es wird ein bisschen zu lang. Aber ich tausche öfters mal noch die Scheine, damit eben die Umschläge nicht so dick werden. Dann packen wir da wieder einen 50er rein und die 10er, 10, 20, 30, 40, 50, genau, packe ich in meinen Lebensmittelumschlag. So, genau, das ist bisher mein Mai-Budget. Bin mal gespannt, wie es läuft. Der April war ja, oder hat sich zumindest ein bisschen holprig angefühlt, zumindest was das Lebensmittelbudget angeht. Also ich habe jetzt durchaus schon den ein oder anderen Kostenpunkt, der jetzt ein bisschen gestiegen ist. Bei den Fixkosten wird sich im Juni auch nochmal was ändern, also Juni, Juli. Unter anderem natürlich auch wegen dem Internetvertrag. Und ich werde dann wahrscheinlich noch eine, na, wobei das passt eher zu den Sinking Funds. Ich werde bei den Sinking Funds noch eine Kategorie dazu nehmen und eventuell Essen entsprechend aufstocken. Benzin ist ja nicht durchgehend so hoch, wie es jetzt hoch gewesen ist, weil ich ja dann auch beispielsweise im August und September wieder Semesterferien habe und dann nicht ganz so viel fahren werde. Von daher ist es jetzt nur temporär so hoch, aber ich muss dann natürlich trotzdem gucken, dass da die Ausgaben stimmen. Ich habe ja von dem März ein ziemlich hohes Budget mit in den April genommen, bin ja dann auch im April ziemlich viel gefahren, habe dann ja trotzdem noch 70 Euro mitgenommen jetzt in den Mai, also dass ich jetzt 320 Euro im Benzin zur Verfügung habe. Ja, muss ich mal schauen, ob das hinhaut und oder ob ich dann die Kategorie auch noch mit Zusatzeinnahmen zusätzlich bestücken muss. Das ist natürlich, also ich glaube, das würde mich ein bisschen unter Stress setzen, wenn ich dann auf zwei Kategorien aufpassen muss. Aber wir malen jetzt noch nicht irgendwie den Teufel an die Wand, sondern wir gucken erstmal, wie der Monat wird. Ich hoffe, eure Aussichten sind gut, dass ihr da keine, weiß ich nicht, Sorgenkategorien habt oder so. Da drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen. Das soll es für mein Mai-Budget, jetzt hätte ich fast März gesagt, für mein Mai-Budget aber gewesen sein. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, herzlich willkommen. Solltet ihr euch grundsätzlich für die Themen Geld verdienen, Geld sparen und natürlich auch Geld investieren interessieren, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Ist ja schließlich auch gratis. Und ansonsten, ganz egal, ob mit oder ohne Abo, freue ich mich natürlich trotzdem, wenn ihr bei meinem nächsten Video ebenfalls wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut.